Bill Gates, Pläne für die Zukunft. Mit dieser Aussage bestätigt er die Pläne für die Zukunft. Schauen wir uns mal, was dieser sehr einflussreiche Mann zu sagen hat. Dieser einflussreiche Maniac. Nicht Mann, Billia Maniac. Wenn ein neues KI-Tool anfängt, menschliche Denkmuster und Bedürfnisse und Gefühle zu verstehen, könnte es auch das menschliche Verhalten verändern. Sie werden nie wieder auf einer Suchseite gehen. Sie werden nie wieder auf einer Shoppingseite gehen. Sie werden nie wieder zu Amazon gehen. Das echte Leben findet da draußen statt. Natur, Tiere beobachten, ans Meer gehen und so. Die Sachen, das kann dir keine KI geben. Weißt du, was ich meine? 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunt. Was ist das? Wer kann es sehen? Bananenbrot. Aber sowas von lecker, das kannst du nicht ausdenken. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir ziehen uns jetzt ein nächstes Video rein, welches heißt Bill Gates, Pläne für die Zukunft. Für die, die meinen Song Wach kennen, die wissen, komplett. Bill ist ein. Jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, wie die Line ist. Wir gehen rein ins Video. Mit dieser Aussage bestätigt er die Pläne für die Zukunft. In Klammern heftig. Clickbaited in man, Alter. Wir sind wieder da. Wieder ein Video von der Chrissy. Liebe geht raus an die Chrissy auf jeden Fall. Danke an Leon KS, KSR777. Danke für deinen Support. Love Gang, Love Force of the Realness. Wir sind da. Bill Gates spricht über die Zukunft und du weißt ganz genau, der Billy Boy, dass wir derartige Prognosen sehr, sehr ernst nehmen sollten. Hallo meine Lieben und du weißt, dass ich sehr... Das irritiert mich ein bisschen. Also ich vermisse dieses... Hallo meine Lieben, ich bin Chrissy. Kannst du nicht machen, Chrissy. Mensch, das bringt mich vollkommen aus dem Ruder jetzt hier gerade. Vieles, was dieser Herr bereits in der Vergangenheit gesagt hat, prophezeit hat, das, was als Theorie galt, wurde dann dementsprechend zur Wahrheit. Und deswegen schauen wir uns mal, was dieser sehr einflussreiche Mann zu sagen hat. Dieser einflussreiche Maniac, nicht Mann. Billia Maniac. Er prophezeit das Ende. Wisst ihr noch Pandemiezeit, wo einfach Kollege sein Bild kommentiert hat? Das war lustig. Von Google und Amazon. Das. Krass, warte mal kurz. Und er prophezeit das Ende. Bill Gates sieht das Ende von Google und Amazon kommen und das ist der Grund. Ja, aber das sind ja auch Konkurrenten, direkte Konkurrenten, ne? Von Google und Amazon. Das sind schon harte Worte, wo man schon sagt, ich meine Amazon, das ist die bekannteste und größte Online, der bekannteste und größte Online-Marktplatz im Netz. Und da sagt doch tatsächlich ein Bill Gates, dass dieser abgeschafft wird. Und jetzt pass auf, warum? Bill Gates glaubt, dass künstliche Intelligenz bereits dabei ist, die Wirtschaft der Zukunft zu verändern. Okay, krass, Digga. KI-mäßige Vibes, hä? Ja. Aber wer sagt, dass Amazon und so nicht auch mit KI arbeiten? Ist die Wirtschaft verändert und prinzipiell, darüber haben wir ja schon des Öfteren gesprochen, auch in sehr vielen Interviews mit Ernst Wolf, darüber, dass das alles, was jetzt passiert, dass auch viele Arbeitsplätze wegfallen. Das ist die nächste Revolution von der Industrie mäßig, ne? Dass Unternehmen dann auch begehen. Dass das eine Zeit ist, die geschehen muss, weil eben, wie ein Klaus Schwab bereits prophezeit hat, auch eine Prophezeiung, dass die KI sehr viele Arbeitsplätze wegnehmen wird, weil sie eben den Menschen dahingehend ersetzen kann. So, das bedeutet, dieser Arbeitsplatzwegfall ist natürlich dann einfach viel angenehmer für die Menschen, wenn es sich in Form einer Krise ereignet und sowieso dann einfach weg ist. So. Auch wieder nur eine Theorie natürlich. Er sagt, jetzt höre genau zu. Wir sind da, wir hören zu, ich bin gespannt. KI jetzt schon versteht, was man will. Warum sollte man dann noch Zeit mit der Nutzung einer Suchmaschine oder beim Einkauf bei Amazon und Co. verschwenden? Das stimmt schon. Jetzt, wenn du so sagst, dann brauchst du ja gar nicht mehr googeln. Du musst ja nur ChatGPT fragen. So. Der sagt dir schon, was läuft. Und Amazon, also es wird ja auch so kommen und es gibt es ja auch schon, dass es so Kühlschränke gibt, die zum Beispiel analysieren über KI, was dir gerade fehlt im Kühlschrank und das dann sofort bestellen, so, weißt du? Dann braucht man diese Zwischenhändler nicht mehr. Google brauchst du nicht mehr, Amazon brauchst du nicht mehr. Okay, so habe ich gar nicht gedacht in die Richtung. Krass. Ja, das sagte er auf einer... Was glaubst du, welche Arbeitsplätze wegfallen werden? Ja, die ganze Industrie, ne? Mehr oder weniger. Also ich glaube, industriell, da werden immer mehr Roboter kommen.
Und da werden immer mehr Arbeitsplätze wegfallen. Aber auch sowas wie, ich meine, wir arbeiten ja jetzt schon selber auch im Supermarkt. Da scannen wir unsere Produkte selber und bezahlen dann an diesen Automaten, weil es einfach schneller geht manchmal, wenn die Schlange zu lang ist. Also ich glaube, es wird schon an vielen Stellen so weit kommen, dass man da keine Menschen mehr benötigt. So. Goldman Sachs und Angel ausgerichtete Veranstaltung namens AI Forward 2023 am 22. Mai. Ja, sehe ich genauso. TSB sagt gerade, und wo bestellen die dann? Der Marktplatz wird nach wie vor vorhanden sein. I know what you mean, bro. I know what you mean. Ja, safe. Selbst wenn KIs für dich bestellen, so, die müssen ja immer noch irgendwo bestellen. Deswegen Amazon, ob das so schnell weggeht, weiß ich nicht, Digga. Sag ich ehrlich. Google könnte ich mir eher vorstellen. 20 in San Francisco. Er sagt dann noch, wenn ein neues KI-Tool anfängt, menschliche Denkmuster und Bedürfnisse und Gefühle zu verstehen, könnte es auch das menschliche Verhalten verändern. Sie werden nie wieder auf einer Suchseite gehen. Sie werden nie wieder auf einer Shoppingseite gehen. Sie werden nie wieder zu Amazon gehen. Aber die Datenbanken, das hat der eine Bruder jetzt im Chat schon richtig geschrieben, die Datenbanken auch von Google werden ja immer noch verwendet, auch für diese Chat-GPT und so. Muss ja irgendwo noch verwendet werden. Selbst wenn du selber als User nicht mehr auf die Plattform gehst, werden die ja immer noch benötigt quasi, oder? Dieser noch zu entwickelnde KI-Assistent werde bald schon in der Lage sein, die Bedürfnisse und Gewohnheiten eines Menschen zu verstehen und ihm dabei zu helfen, und er sagt, die Dinge zu lesen, für die man keine Zeit hat. Wisst ihr, was ich dir hier mitgeben muss? Zeit ist relativ erstmal auf jeden Fall an der Stelle. Und diese ganze Entwicklung darf man auch nicht unterschätzen. Und sich Zeit zu nehmen für zum Beispiel ein Buch zu lesen oder, keine Ahnung, Alter, ein Musikstück zu komponieren, auch als Künstler oder so, ist eine schöne und wichtige Zeit so. Die sollte man sich nicht nehmen lassen, nur wenn man es vielleicht produktiver gestalten könnte, indem man sich KI zur Hilfe nimmt. So. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach auch, so langsam Dinge zu tun, tut uns Menschen auch gut und wir müssen nicht immer weil ich glaube, diese ganze Entwicklung wird noch mehr dafür sorgen, dass wir diesen Druck haben, diesen Zeitdruck haben, den wir ja jetzt schon haben. Ich muss das schnell erledigen. Die Leute haben ja jetzt schon volles Problem, überhaupt mal Dinge langsam zu machen und nicht die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dass sie unter Druck stehen und alles schnell machen müssen. So. Und diese Entwicklung wird noch mehr dazu führen, glaube ich, dass Leute noch mehr unter Druck geraten. Warum hat der Mensch eigentlich für nichts Zeit? Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen keine Zeit haben, obwohl es eine höchst, höchst moderne Zeit ist. Wenn man sich einfach mal überlegt, was man früher noch alles machen musste, was meine Mama noch alles machen musste, im Gegensatz zu den Generationen jetzt. Beispielsweise allein das, ich meine, okay, ich bin in der Ukraine aufgewachsen, da war das nochmal dann ein bisschen anders. Jedenfalls hatte meine Mutter zu einer bestimmten Zeit, wo ich noch klein war, keine Waschmaschine. Das bedeutet, sie hat das alles per Hand gewaschen. Das erfordert viel Zeit. Wir haben aber Waschmaschinen. Wir haben sogar Trockner, ja. Theoretisch bräuchtest du deine Wäsche, deine Handtücher nicht mal mehr hier irgendwo aufhängen, sondern schmeißt sie wieder weiter in den Trockner. Üblich. Auch wieder riesen Zeitersparnisse. Einfach nicht bei dem Scheiß mitmachen. Safe. Man muss sich dagegen stellen so ein bisschen. Man darf keine Angst davor haben, dass man irgendwas verpasst und so. Was ja auch schon so ein Phänomen ist, auch von Social Media. Wenn man die ganzen Stories von anderen Leuten sieht und man hat immer das Gefühl, man verpasst irgendwas. Oh, ich muss da teilnehmen. Die machen gerade das und so. Man darf sich von dieser ganzen Entwicklung nicht zu krass beeindrucken lassen. Bleibt in eurer Mitte, bleibt in eurem Bewusstsein und lasst euch davon nicht zu krass beeinflussen. Das echte Leben ist draußen. Das echte Leben findet da draußen statt. Das hat so... Natur, Tiere beobachten, ans Meer gehen und so. Die Sachen, die so, das kann dir keine KI geben. Weißt du, was ich meine? Wir haben alles Mögliche. Ja, wir haben Staubsauger, wir haben alles. Nein, wir haben sogar Saugroboter. So, du musst nicht mal rumgehen. Also, es gibt so viele Sachen, die den Menschen die Zeit gegeben haben. Wir haben Traktoren und so weiter. Also, du weißt ganz genau, was ich meine. Aber der Mensch hat so wenig Zeit wie noch nie in der Vergangenheit. Wie kann das sein? Die Arbeitsplätze fallen weg. Also das heißt, der Mensch hat theoretisch ja... Das ist der Druck, der ausgelöst wird. Noch mehr Zeit. Aber er hat trotzdem viel weniger Zeit. Und deswegen bedarf es laut Bill Gates einer KI, die dir die Zeit gibt, indem du dann nicht mehr die Suchmaschinen suchen musst. Ich meine ganz ehrlich, was macht ein Mensch noch, wenn er nicht einmal mehr fähig ist, eine Suchmaschine zu bedienen? Ich meine... Vielleicht kennst du auch diese Filmplattformen, ja, wo man sich, du weißt schon, sein... Wir werden irgendwelche Roboter sein am Ende, ich schwör's dir. ...raussuchen kann, was man sich anschauen möchte. Und da gibt es tatsächlich schon Kategorien für unentschlossene Menschen. Das ist,
Der freie Wille wird uns genommen, ich schwöre Also, dir. wir haben uns ja schon öfters mal darüber unterhalten, was Entscheidungsfreude bedeutet und dass du zu den Menschen gehören solltest, wenn du dein Leben in den Griff haben möchtest, die Entscheidungen treffen. Und So, genau so, Chrissy. meine ich bewusste Entscheidungen und nicht diejenigen, die einfach automatisch immer wieder passieren. Entscheidungen, die immer wieder zu den gleichen Konsequenzen führen, die negativ für dich sind. Ich fühle auch ihre Art und Weise und ihr Mindset so. Eigentlich würde ich gerne mit ihr auch mal einen Talk machen, Freunde. Was sagt ihr? Bewusste Entscheidungen daraus zu lernen und die Entscheidung zu treffen. Schnelle Entscheidungen zu treffen. Ja, das sagen wir auch bei unserem Kurs Investieren für die Profis. Und jetzt denkst du dir, hä, investieren und Entscheidungen? Ja, glaube mir, beim Investieren und in deinem gesamten Leben ist es das A und O, Entscheidungen treffen zu können. Safe, überall, bei allem auch. Nicht nur beim Investieren und beim Geld machen und so, sondern auch einfach so in deinem ganz normalen täglichen Leben. So. Es ist so wichtig, Entscheidungen zu treffen. Viele Menschen halten sich mit so Kleinigkeiten auf. Das ist auch eine Sache, die ich schon damals in dem Buch Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, ist auch einer der Gesetze, treff Entscheidungen schnell. Mach dir nicht zu viel Gedanken. Vor allen Dingen über kleine Entscheidungen, wie was esse ich heute oder was ziehe ich an und diese ganzen Geschichten. Und da ist auch so eine Aufgabe, dass man trainiert, Entscheidungen schneller und bewusster zu treffen. Wichtig. Und deswegen ist es in unserem Kurs ganz, ganz weit oben, weil es einfach das A und O ist, zum Beispiel. Ja, also nur mal so, dass du weißt, in jeglicher Kategorie, auch bei deinen Kindern, bei deiner Beziehung, in der Arbeit und so weiter. Alles ganz, ganz wichtig. Und jetzt sollen diese Entscheidungen sogar abgenommen werden. Ich meine, ganz ehrlich, inwieweit degradiert denn eigentlich der Mensch? Was macht er denn eigentlich noch? Im Optimalfall, laut diesen Zukunftsvorstellungen oder laut Science-Fiction-Filmen, liegt der Mensch nur noch da, in seiner Meta-Welt, macht dort auch irgendwelche Arbeiten, die er sonst halt in der normalen Welt gemacht. Wie bei Matrix, nur noch anzapfen. Wir wollen nur noch die Energie von den Menschen. So. Und dann wird ihm auch noch ein Chip implantiert, wo du dann vielleicht alles hier vorne siehst, wo du dann hier schön schauen kannst, ah, okay, hier wird mir die Werbung angezeigt. Das verbindet sich dann gleich und du bestellst es dann, ja, ohne jetzt Suchmaschine. So, hey, schlag mir das Beste vor und dann mach's einfach, weil ich habe sowieso keine Zeit. Weil man was macht. Okay, fahren wir fort. Ich habe mich mal genug ausgelassen. Auslasse out, Doch der Tech-Experte bleibt trotz der wachsenden Zahl und Konkurrenz durch KI-Startups in den USA optimistisch, dass Microsoft weiterhin Teil der Entwicklung sein werde. Das zeigt vor allem seine Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Dollar in das derzeit wohl berühmteste KI-Unternehmen der Welt, ChatGPT von OpenAI. Tja, ist klar. Witzig, gell? Der ChatGPT, der kann ja schon eigentlich im Grunde alles und kann sehr, sehr viele Arbeitsplätze dann dementsprechend auch ersetzen. Aber Ist crazy, was Leute mittlerweile alles schon mit KIs machen, ne? Haben wir uns ja auch mal ein Video reingezogen, was alles gemacht wird mit KIs schon. Und dass du teilweise halt echt auf dem Arbeitsmarkt und so, du kannst ja halt extrem viel Zeit sparen, ne? Bei vielen Jobs mittlerweile schon, wenn du das nutzt, so. Ich bin froh, dass ich das nicht brauche. Aber wenn eine KI entwickelt wird, die Videos schneidet, so dass ich die Highlights nicht mehr schneiden muss, sondern eine KI das für mich übernimmt, dann ist das schon so eine Sache, wo ich sage, Alter. Dann könnte ich viel mehr Videos produzieren und könnte meine Message noch mehr verbreiten und zwei, drei Videos am Tag hochladen. So. Vielleicht, manchmal muss man den Teufelskram nutzen, um was Gutes zu tun. Weißt du? Robin Hood-mäßig. ist Investitionen, was ein Bill Gates auch macht, verfolge sie, denn am Ende sind sie genau das, was zufälligerweise dann richtig ist. Auch Microsoft selbst integriert ChatGPT bereits in MS Word, Excel, PowerPoint und Outlook. Ja, falls du damit schon mal Kontakt hattest, ChatGPT, mit dem kannst du chatten, der kann dir Dinge übersetzen, der kann dir Bilder gestalten. Kann er Fragen beantworten? Justine hat so ein Video gemacht, wo die ihn gefragt hat, so was würde ChatGPT, was würdest du mir empfehlen, wie ich meine YouTube-Reichweite steigern kann und so. Du kannst richtig reden mit dem. Er kann dir Texte verfassen über bestimmte Themen und so weiter. Du kannst sogar sagen, beziehungsweise er ist ja politisch korrekt, aber du kannst es neutral formulieren lassen und so weiter. Weshalb es sogar heißt, dass man sogar das ganze Schulsystem revolutionieren muss, weil es eben jetzt die KI gibt und so weiter und macht man noch mit Noten weiter. Ja, hat der Mensch überhaupt noch Zeit, irgendetwas zu tun? Brauchen wir den Mensch überhaupt noch, heißt es dann am Ende so. Vor allen Dingen die Leute, die sich nicht mit diesen Robotern verbinden wollen und Transhuman sein wollen. So, brauchen wir die Jungs noch, JungsInnen. Ja, hier habe ich noch einen ganz schönen Artikel. Und zwar, Die nerven nur. wir sehen ja, dass es mehr und mehr vorangeht, dass die KI auch bestimmte Dinge abnehmen soll, bestimmte.
Arbeitsplätze dann in dem Fall auch besser macht. Du siehst ja viele Support-Seiten, die auch durch KI funktionieren. Ja, also das heißt, du stellst eine Frage und hast eigentlich überhaupt keinen wahren, ich sag mal, Kontakt mit dem Unternehmen, sondern nur noch mit eben solchen Chatbots. Das kennt man bei großen Unternehmen beispielsweise. Also ja, auch so bei Banken und so. Online-Support. Ja, hast du die persönliche Betreuung, bei uns ist das enorm wichtig. Ja, ich denke mir, keiner kann das ersetzen, was dir ein Mensch eben weitergeben kann. Aber hier, pass auf. Kontroverse Entscheidung. Hilfe-Hotline für Essstörungen entlässt alle Mitarbeiter für einen Chatbot. Krass. Die größte gemeinnützige Organisation für Essstörungen ersetzt alle Helpline-Mitarbeiter mit einem Chatbot. 4 Tage, nachdem sie eine Gewerkschaft organisiert haben. So eine Hilfe-Hotline für Essstörungen entlässt alle Mitarbeiter für einen Chatbot, so. Da soll doch eigentlich einem Menschen geholfen werden und das soll jetzt ein Chatbot übernehmen, oder was? So, was ist das denn? Na, hoffentlich rutschen die dann nicht auch in irgendwelche Störungen, wenn sie alle ihren Job verloren haben. Aber da kann man ja auch wiederum sehr viele Kosten einsparen. Und ich meine, bei Essstörungen, wer kann dir nicht besser helfen als ein Chatbot? Hä? Vor und hinten keinen Sinn. Sprachmodelle wie ChatGPT zukünftig Jobs ersetzen oder zum Verlust von Arbeitsplätzen führen? Na, das brauchen wir uns gar nicht fragen, denn du siehst ja, wie es jetzt vorangeht. Selbst während der Pandemie, und da wurde ja auch, also das war auch ein sehr, sehr großer Schritt, dass die Menschen sich an die Digitalisierung und vor allem an die KI gewöhnen. Und du musst dich einfach nur selber an die Nase packen oder dein Umfeld mal betrachten, wie sehr sich diese daran gewöhnt haben, beziehungsweise sich sogar gewünscht haben. Warum muss ich da jetzt noch hingehen? Ich würde das gerne einfach von zu Hause aus machen. Ja, auch diese Corona-Zeit hat viele Leute einfach faul gemacht. Viele Leute haben angefangen, ihr Essen zu bestellen online, haben angefangen, keine Ahnung, auch Einkäufe online zu machen. Kriegst du auch Lieferanten, die den Sachen nach Hause liefern und so. Also viele Leute sind da, glaube ich, so ein bisschen unsozialer geworden in dieser Zeit, weil man uns halt wirklich auch lange eingesperrt hat und dass man da gar keinen Bock mehr hatte, dann auch danach, als es vorbei war, überhaupt noch rauszugehen, weil alles bequem von zu Hause ging so. Ja. Das sind alles Vorbereitungsschritte gewesen. Wie sie uns langsam lahmlegen, hieß doch mein Video so. Das ist alles Vorbereitung dafür gewesen, was in Zukunft noch kommen wird. Anders kann man es nicht sagen, dass die Menschen sich einfach darauf absolut sensibilisieren haben lassen, was in Zukunft eben kommen sollte. Und ich sage immer soll, ja, und nicht das, was kommen muss oder ansatzweise von Vorteil ist für die Menschen. Denn man denkt immer, ja, das sind so Entwicklungen über die Zeiten zum Beispiel der Menschheit, wie sich zum Beispiel das Geldsystem entwickelt hat, wie sich die Essgewohnheiten, die Menschen grundsätzlich verändert haben, die Mode. Und das alles heißt ja immer, das sind Errungenschaften, das sind Fortschritte, das haben die Menschen so gewollt. Aber du siehst in der jetzigen Zeit, wir erleben ja Geschichte mit, dass die Menschen das nicht unbedingt wollen, sondern dass das einfach impliziert wird durch Krisen. Und dann natürlich Unternehmen, die profitorientiert sind. Schwester, wer will denn nicht frei sein? Schnappen das auf, ja, so, hey, Moment mal, jetzt ist gerade hier Agenda, Insekten und so weiter, wir machen das gleich mal bei uns und profitieren davon, die Menschen werden eh sensibilisiert, die wollen das auch, die konsumieren das, warum sollte ich nicht dadurch dann auch noch positiv wirtschaften? Also das heißt, alles ein gewisser Kreislauf, also wirklich, wirklich, finde ich, heftig, beziehungsweise eigentlich solltest du nur dir das anschauen und sagen, möchte ich das nicht? Denn ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe ja gesagt, ich bin schwanger, unser zweites Kind kommt und fühle ich. Glückwunsch. Ich möchte persönlich für meine Kinder eine freie Welt, eine freie Zukunft haben. Schwierig, schwierig. Dazu muss auf jeden Fall einiges passieren, Chrissy, sage ich dir so, wie es ist, ne? Die Entwicklung, die wir aktuell machen, die führt nicht Richtung Freiheit, sondern eher in Richtung mehr Einschränkungen. Wo sie ihre Entscheidungen selber treffen, wo sie Entscheidungen noch treffen können und nicht wie ein Bill Gates gesagt hat, oh, die armen Menschen, die haben so wenig Zeit, die sollten gar keine Entscheidung treffen. Und zwar die KI, die entscheidet nämlich dann, dass du konsumieren musst. Ja, genau. Ich meine, das ist ja, jetzt werden wir ja auch sehr viel manipuliert durch Werbung und so weiter. Aber prinzipiell muss man sagen, also ganz ehrlich, wohin soll eigentlich diese Zukunft steuern? Und wie gesagt, und deswegen mache ich das Ganze auch hier, weil ich denke mir einfach, nee, ich sehe eine andere Zukunft, als sie uns aufgedrängt wird. Und deswegen finde ich... Das ist genau derselbe Grund, warum ich das hier mache, was ich mache. So. Und es ist wichtig, dass es uns gibt, Chrissy. Ist einfach so. Sollten wir da auch dahinter blicken und etwas kritisch bleiben. Auch das aberzogen, dieses kritische Gedankengut, kritisches Denken, ersetzt durch absoluten Gehorsam und eigentlich nur Einpflanzen von, ah, okay, das soll ich jetzt denken, ah, okay, dann denke ich das jetzt auch und so weiter. Wo bleibt denn der freie Verstand? Genau so. Ja, also
Wo bleibt das eigene Denken? Und deswegen einfach so absolut wichtig, diese Dinge auch klar zu sehen. Es ist die Realität, keine Angst davor zu haben, sondern einfach zu sagen, nein, das möchte ich nicht. So möchte ich das nicht. Fertig, aus. Und die Veränderung beginnt ja bei jedem Einzelnen, wie du weißt. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye. Tschüssi, Chrissy, ich küsse dein Herz. Sehr starkes Video mal wieder. Sehr, sehr starkes Video. Vor allen Dingen auch so zwischen den Zeilen, den Sarkasmus zwischendurch und auch so dein Mindset und wie du die Dinge siehst, so kann ich echt so konform mitgehen. Danke für das Video wieder. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Liebe geht raus, Chrissy. YouTube, ich küsse euer Herz. Schreibt wie immer eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Supportet den Shit und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.